herzlich willkommen zur dritten Folge meines Formats Back to Basic. In dieser dritten Folge möchte ich euch genau wie in der zweiten Folge zeigen, wie ich den Rücken meines Pferdes etwas aktivieren kann. Diesmal hier im Fall vom Johnny, da es sich doch etwas ein bisschen unterscheidet zu dem, wie ich den Beethoven reite, weil der Johnny dazu neigt, sich immer im Genick und im Hals festzumachen und daher auch im Rücken dann nicht locker sein kann. Daher reite ich ihn jetzt hier erstmal schön vorwärts, abwärts locker im Leichttraben. Erstmal gucke ich, dass er nur die Nase ein bisschen ranholt und sich nicht ganz so nach vorne wegstreckt und den Unterhals rausschiebt. Hier fange ich dann schon an mit großen gebogenen Linien. Da das meistens beim Johnny hilft, wenn man große Linien reitet, wie man hier sieht, hier fängt er direkt an abzuschnauben, da ihm diese Biegung in der Längsachse wirklich hilft, im Genick, im Hals und damit im Rücken locker zu lassen. Wie man sieht, hier kann er auch schon ganz gut nachgeben jetzt nach den gebogenen Linien. Und wenn er einen ganz schlechten Tag hat, arbeite ich mir halt sehr, sehr viel über die Stellung, die Nachgiebigkeit. Hier gehen wir das erste Mal über die Trabstangen. Der Johnny ist ein Pferd, der neigt dazu, über den Stangen den Kopf immer etwas höher zu tragen als davor und danach. Das ist halt einfach so sein Tick. Er hebt die Füße gut, aber meistens ist er ein bisschen fest im Hals. Und wenn man ihn dann hier im Zügel, wie hier zum Beispiel, ein bisschen zu viel hält, dann macht er auch ab und zu mal einen Fehler. Hier lasse ich ihn ein bisschen mehr Spiel und da setzt er wirklich immer nur einen Fuß in einen Abstand. Wichtig ist mir, wenn ich mit Johnny mit Stangen arbeite, dass ich ihn vor den Stangen nachgiebig mache und nach den Stangen, damit er wirklich merkt, okay, vorher rund, hinterher rund. Dann, wenn ich ihn über Stangen geritten bin, schicke ich ihn gerne danach nochmal vorwärts, dass er sich nach dem etwas vorgegebenen Fußmaß, wo er die Füße setzt, wie hier sieht man ja, der hat festgesetzten Abstand, wie er die Füße zu setzen hat, sich dann nochmal strecken kann. Und hier sieht man auch wieder nach den Stangen nachgiebig gemacht, habe ich ihn. Da wieder. Und jetzt sieht man auch schon, dass er deutlich weniger den Kopf hochreißt. Er hebt sich zwar vorne etwas hoch, aber bleibt trotzdem locker im Rücken. Was ich auch nochmal dadurch erreiche, dass ich ihn jetzt hier wieder vorwärts schicke. Da hole ich mir halt trotzdem, obwohl ich ihn sehr vorwärts schicke und er sich strecken soll, die Nase ran, weil er sonst zu sehr den Unterhals rausstreckt. So streckt er sich jetzt super. Man sieht wirklich, dass er im Genick loslässt, im Schulterbereich loslässt, aber nicht nur die Nase wegstreckt. Hier ist wieder ein Fehler gewesen. Das macht nichts. Ich mache ihn einfach nachher nachgiebig und reite ihn wieder drüber. Das war jetzt gut. Und da sieht man, wie schön er den Hals fallen lässt, im Genick locker lässt, im Hals locker lässt und somit dann auch im Rücken. Und jetzt sieht man auch durch dieses Vor- und Nach den Stangen nachgiebig machen, dass er auch über den Stangen deutlich weniger den Kopf hochnimmt bzw. deutlich weniger Spannung in den Hals bringt. Die seitliche Stellung und seitliche Nachgiebigkeit mache ich mit ihm halt gerne, weil er anatomisch halt so gebaut ist, dass er jetzt nicht so die krasse Ganaschenfreiheit hat. Also wenn ich ihn jetzt ganz gerade, ganz eng nehmen würde, wäre es nicht so gut für ihn. Das wäre nicht sehr angenehm. Deswegen so eine leichte Stellung hilft ihm da immer sehr gut. Da hat er jetzt gerade richtig schön den Hals abgestreckt. Dann gehen wir hier in den Galopp. Da ist mir gerade beim Angaloppieren wichtig, dass er den Schwung nicht aus dem Hals holt, sondern schön von hinten nach vorne angaloppiert. Erstmal möchte ich, dass er einen schönen Takt galoppiert. Hier sieht man, linke Hand fällt ihm relativ leicht. Hier habe ich ihn ein bisschen vorwärts geschickt, damit er sich schön streckt und wieder von hinten nach vorne galoppiert. Beim Johnny ist halt wirklich der Schlüssel, wenn er vorne weich wird und vorne die Nase nicht so extrem nach vorne streckt, wird er auch locker im Rücken und in der Hinterhand. Das ist halt der Unterschied zum Beethoven. Beim Beethoven, den muss man immer mehr antippern, dass er den Rücken auch wirklich hochnimmt und da ein bisschen Spannung reinbringen. Beim Johnny muss man immer eher Spannung rausbringen und Dynamik reinbringen. Deswegen auch zweimal Rückenaktivierung, weil es halt zwei Pferde sind, die doch unterschiedlich trainiert werden müssen. Hier sieht man nämlich gut, dass er auf der Geraden dann doch dazu neigt, sich eher festzumachen.
Hier in der Kurve wird es direkt immer besser. Und auch mit dem Johnny arbeite ich viel über Galopp-Trab-Übergänge, um einfach die Pferde aufmerksam zu machen, dass sie deutlich von diesem Zweitakt im Trab zum Dreitakt in den Galopp wechseln und wieder zurück. Um sie einfach aufmerksam zu halten und schön durchlässig. Dann jogge ich ihn nochmal ein bisschen, weil ich möchte ja auch, dass er im ruhigen Tempo gut untertritt und den Rücken benutzt. Hier hat man gesehen, dass er nicht so gut angaloppiert ist, weil man sieht deutlich, rechts ist seine schwächere Seite. Da macht er sich deutlich mehr fest. Da ist es schwieriger, ihn nachgiebig zu kriegen im Genick, wie man jetzt sieht. Damit wird, wenn er im Genick nicht loslässt, lässt er im Hals nicht los und dann kommt die Hinterhand auch nicht so richtig schön runter. Deswegen schicke ich ihn jetzt hier vor. Da hebt er sich jetzt erstmal vorne raus. Aber wenn er in dieser Position ist, kriege ich ihn von da oben schön rund und dann kann er sich besser untersetzen. Als wenn er so nach unten streckt, dann ist es schwieriger, den Rücken hochzukriegen. Da läuft er jetzt zum Beispiel echt gut. Da sieht man auch, fängt die Gruppe an, so ein bisschen mehr unterzusetzen. Er kriegt im Allgemeinen eine schönere Form. Aber man sieht, dass es ihm deutlich schwerer fällt auf diese Hand. Deswegen gehe ich jetzt hier auch auf eine gebogene Linie. Und gehe wieder in den Trab, um ihn locker zu kriegen. Diese Übergänge sind halt super, wie man jetzt sieht. Da lässt er jetzt richtig schön los vorne, damit auch im Rücken und in der Hintern. Deswegen war das Angaloppieren jetzt auch viel, viel besser als eben das. Jetzt setzt er richtig schön unter. Und auf der Hand ist es halt sehr praktisch, wenn ich eine Gerte dabei habe, um ihm ab und zu mal ein bisschen im Takt zu helfen. Weil wenn er sich festmacht, hilft so ein leichtes Berühren mit der Gerte manchmal, um ihn so ein bisschen aus seinem Muster rauszuholen und aus dieser Spannung rauszuholen. Und da sieht man jetzt schon, dass er deutlich besser im Genick loslässt, den Hals fallen lässt und dann auch mit der Hinterhand runterkommt. Der Übergang zum Galopp war richtig gut. Da konnte ich ihn auch relativ gerade lassen. Und jetzt sieht man schon, dass die ganze Oberlinie so ein bisschen schöner wird. Da hat er jetzt wirklich richtig gut gearbeitet über den Stangen. Dann galoppiere ich ihn wieder an, um ihn rechte Hand locker zu kriegen, ist halt super. Diese Übergänge Trab, Galopp kann man halt super mit Stangen verbinden, weil die Stangen dem Pferd natürlich schon den Takt vorgeben, wie sie jetzt laufen müssen. Da ist der Übergang nach unten nicht so gut gewesen, deswegen waren da die Stangen perfekt, weil er mir den Trab nicht so richtig angenommen hat nach dem Galopp und die Stange ihn quasi dazu gezwungen haben, in Anführungszeichen, wirklich einen klaren Zweitakt zu laufen, weil er sonst auf die Nase fällt, weil er dann stolpern würde. Das war jetzt schon viel, viel besser. Da hat man richtig gesehen, wie er von hinten geschoben hat. Und was man natürlich auch sieht, dass er jetzt, nachdem wir ihn gut gearbeitet haben und ihn schön weich gekriegt haben, dass er deutlich weniger den Kopf über den Stangen hochreißt. Da jetzt zum Beispiel gar nicht. Hat lediglich die Schulter ein bisschen gelüftet. Da wird er jetzt super locker, lässt sich vorne richtig schön los und er kommt gleichzeitig von hinten. Da lobe ich ihn auch und war mich sehr zufrieden. So, wenn euch diese dritte Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Basisaufgabe oder welche Basisthematik ihr gerne sehen würdet. Dann versuche ich die mal in die Tat umzusetzen und das für euch zu filmen. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video auch wieder dabei. Und deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Mal.